Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt möchte ich euch meine 5 Faktoren beschreiben, mit denen ich es geschafft habe, Erfolg bei Sportwetten zu haben. Viel Spaß dabei! Fangen wir direkt an mit Faktor 1, Money Management. Das Money Management ist ein sehr wichtiges Werkzeug, wenn nicht das wichtigste, um langfristig erfolgreich Sportwetten zu betreiben. In meinen Videos zu diesem Thema bin ich schon im Detail auf die einzelnen Money Management Systeme eingegangen. Egal welches man davon nutzt oder sogar noch ein ganz anderes. Wichtig ist, dass man diese strikt verfolgt und nicht zu risikoreich wettet. Faktor 2. Disziplin. Disziplin hat sehr viel mit dem Money Management zu tun. Man muss die Disziplin haben, nicht von dem System abzuweichen, egal wie sicher einem die eine oder andere Wette erscheint. Im Sport kann alles passieren, das muss uns immer bewusst sein. Das Ziel muss es sein, langfristig zu verdienen und keine kurzfristigen Riesengewinne einstreichen zu wollen. Denn das führt über kurz oder lang zum Totalverlust. Faktor 3. Geduld. Geduld ist in diesem Geschäft ein sehr wichtiges Thema. Niemand wird es schaffen, über Nacht reich zu werden. Es steht ein genauso langer Weg vor uns wie bei vielen anderen Dingen auch. Nur sind Sportwetten für uns doch etwas, was uns riesigen Spaß macht, oder? Weil wir den Sport lieben. Also sollten wir dieses Thema mit dem nötigen Respekt behandeln und auch hier vorsichtig sein. Denn in kaum einer anderen Branche kann man mit der falschen Einstellung so schnell pleite sein wie bei Sportwetten. Nehmt Abstand davon, euer Kapital Monat für Monat verdoppeln zu wollen. Das wird nicht funktionieren. 10% Rendite pro Monat sind absolut ausreichend, dafür aber realistisch. Wo gibt es so etwas sonst? Habt also Geduld und denkt langfristig. Nur dann kann es klappen, mit Sportwetten auf Dauer Geld zu verdienen. Faktor 4. Mindset. Ein sehr wichtiger Punkt ist das Mindset. Nur wenn ihr in eurem Kopf wirklich verankert habt, dass ihr mit Sportwetten etwas erreichen wollt, kann es funktionieren. Seht das eher als Investment und nicht als Wetten. Mit jedem Spiel, auf das ihr Geld setzt, versucht ihr eine Rendite zu erwirtschaften. Keinen Gewinn. Lasst euch nicht von eurer Gier treiben, sondern seht das lieber als richtiges Business. Faktor 5. Gute Tipps. Klar, dieser Punkt darf natürlich nicht vergessen werden. Natürlich braucht ihr neben alledem auch gute Tipps. Ohne die wird es nicht funktionieren. Ihr müsst in der Lage sein, Value zu finden oder aber ein anderweitig intelligentes System haben, welches euch gute Tipps erzeugt. Alles in allem sind das meine absoluten 5 Erfolgsfaktoren, ohne die es meiner Meinung nach nicht geht, erfolgreich Sportwetten zu betreiben. Man braucht das richtige Money Management, absolute Disziplin sowie Geduld, das richtige Mindset und natürlich gute Tipps. Habt ihr noch andere Faktoren, die für euch eine wichtige Rolle spielen? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare und vergesst auch nicht, den Channel zu abonnieren. Ihr könnt auch gerne der Quotenwilli-Community bei Facebook beitreten. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Bis bald und wie immer gute Gewinne.